Liebe Zuschauer, in diesem Video gibt es keinen Funken Gameplay, keine einzige Sekunde eines Matches in Overwatch. Stattdessen schauen wir uns das Menü an und konkret öffnen Lootboxen. 50 Stück haben wir gekauft, 39,99 €. Da haben wir mal richtig auf die Kacke gehauen, Sebastian. Wir haben das größte Paket gekauft, einfach nur um zu zeigen, was drin sein kann, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, welche Items sich dort drin verbergen, wie oft, in welchen Seltenheiten sowas kommt. Wir sind selber noch überrascht. Und bevor wir damit anfangen, reden wir natürlich über das ganze Konzept, denn Overwatch ist ja kein Free-to-Play-Spiel, man kauft sich das für 60 €. Und da erwartet man ja jetzt nicht so die Mikrotransaktionen. Genau, es sind auch eigentlich nur begrenzt optional Mikrotransaktionen. Der Punkt ist, alle diese Sachen, die man aus solchen Lootboxen bekommt, sind erstmal rein optisch und man kann sie sich auch einfach freispielen. Man bekommt die Lootboxen ganz automatisch alle paar Levelaufstiege. Am Anfang geht es schneller, später geht es etwas langsamer, allerdings gibt es keinen Level Cap, also du bekommst ewig neue Lootboxen. Und bei Level 26 oder so ist es dann auch so, dass die XP-Zahl, die du brauchst, begrenzt ist. Also es sind 22.000 XP, die du dann für jedes Level abbrauchst. Und das bleibt dann auch so für immer und ewig. Okay, das heißt, die Lootboxen werden nicht irgendwann unerträglich langsam freigeschaltet, sondern irgendwann kann man da einigermaßen damit rechnen. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann, bevor wir loslegen, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz, können wir noch mal ganz kurz erklären, was drin sein kann. Genau, nämlich das, was ich hier gerade schon zeige. Es können zum einen Skins sein. Für die Figuren, das sind jetzt die eher langweiligen. Hier unten wird es interessanter, man sieht auch gerade schon die Farbcodes, das erklären wir gleich noch. Dann können Emotes drin sein. So, lockerer Applaus zum Beispiel. Das sind diese Dinge, die ich mit dem Chatwheel und oben auf Emote erzeuge. Genau. Und dann gibt es auch noch Sprüche, die macht man eben auch mit diesem Chatwheel. Die hört man jetzt nur leise im Hintergrund, deswegen lasse ich das schon mal wieder weg. Dann gibt es Siegerposen, die sieht man am Ende, wenn das eigene Team gewonnen hat, dann gibt es ja immer diesen Snapshot vom ganzen Team und da kann dann der eigene Held in einer ganz besonders coolen Pose stehen. Es gibt diese Sprays, das finde ich interessant, dass sie das aus Counter-Strike wieder eingeführt haben. Ja, T-Taste drücken und schon ist die Wand beschmiert mit einem selbstgewählten Logo. Ja, aber natürlich nur mit von Blizzard abgesegneten und keine Pornobildchen hier, nicht so wie in Counter-Strike. Und es gibt diese Highlight-Intros für die besonders coolen Spieler, die ständig zum Highlight des Spiels gewählt werden. Die haben dann dieses besonders elegante Intro vor ihrem Highlight des Spiels, mit dem sie nochmal richtig angeben können. Okay, das ist in der Tat alles lediglich Schmuck, Kosmetik. Nichts davon ist für einen Spieler relevant, für seinen Erfolg, für seinen Spaß. Aber es kratzt natürlich am Ego und es ist immer spaßig, sowas auszupacken. Jetzt legen wir endlich los. Genau, fangen wir endlich mal an, denn wir wollen wirklich wissen, was steckt in diesen 50 Lootboxen drin. Wir haben auch eine Liste dabei, wir führen eine Liste und ich mache jetzt einfach die erste. Klar, mach auf. Wir dürfen jetzt das Ganze nicht so lange anmoderieren, genau. Wir haben doch keine Zeit. Und hier haben wir einmal selten, einmal episch. Oh ja. Die Farbcodes sind die gleichen wie bei Hearthstone, also das Graue ist normal, dann gibt es Blau für selten, Violett für episch und Orange für legendär. Und man sieht auch immer schon direkt an der Farbe der Lootbox, was drin steckt. So, da haben wir einen wunderschönen Skin für den Lucio. Aber ich mache direkt einfach mal weiter. Ja. Lootbox öffnen. Man erkennt an der Farbe der Box, ist es nicht eine Sache, die nur in der Beta so war? Ich habe den Eindruck, die Boxen sehen immer gleich aus. Nein, man sollte eigentlich, gebe ich an der Karte. Oh, jetzt ist ja was passiert. Wir haben keine Item bekommen, sondern eine Währung. Erkläre mir, was es sich damit auf sich hat. Genau, die Währung bekommst du entweder, ich mache einfach mal währenddessen weiter. Die Währung bekommst du einfach so teilweise in der Lootbox, da kann einfach Währung drin sein. Oder wenn du, andernfalls, wenn du ein Item bekommen würdest, das du schon hast, dann wird das auch quasi in Währung umberechnet und du bekommst diese Ingame-Währung. Und die kannst du dann wiederum nutzen, um ganz gezielt Skins oder besondere Dinge, die du mal haben möchtest, freizuschalten. Also wenn du hier vergeblich auf deinen Lieblingsskin für deinen Lieblingshelden wartest, dann kannst du auch einfach die Ingame-Währung nehmen, die du dir erspielt hast durch Lootboxen, und damit ganz gezielt deinen Lieblingsskin freischalten. Also so ein bisschen wie bei Hearthstone, wo man dann eben auch eigene Karten craften kann. Und zwar genau die man will, sodass man nicht darauf angewiesen ist, die zufällig zu erwischen. Genau so ist es. Hier siehst du dann auch wieder einen Haufen Währung. 50, das ist nicht besonders viel. Aber das ist auch wieder abhängig von der Qualität der Lootbox, die man erwischt, wie viel Währung drin steckt. Gibt es andere Möglichkeiten, sich diese Währung zu erspielen? Nein, das funktioniert wirklich über diese Lootboxen, die man eben dauerhaft durchs Spielen ja bekommt. Und entweder ist, wie gesagt, direkt Währung drin oder eben durch das doppelte Items bekommt man dann diese Währung.
So, was haben wir denn hier? Petra hat vorhin schon mal echt einen Jackpot gezogen. Das ist schon mal ja nicht ein ein kleines Emote. Ein kleines Emote. Petra hat in ihrer zweiten Lootbox bereits eine epische Skin. Eine legendäre Skin. Ein legendäre Skin für Soldier 76 gezogen. Wahnsinnig hässlich. Nee, den Daredevil, den Draufgänger, hatte sie da drin. Und das ist so ein Evil-Knievel-Verschnitt im America-Outfit mit Schnauzer und wunderschön. Eigentlich sieht eigentlich aus wie du, als du doch dir den Bart hast. Stehen lassen. Die Ära meines Schnauzers. Das waren glückliche Monate, aber sie konnten nicht weitergehen. So, wie sieht es denn auf unserer Liste aus? Wir haben viele, viele seltenes Gerümpel schon um die 13. Da habe ich aber bereits den Faden verloren und drei epische und noch kein einziges. Da! Was ist es? Gold. Wow. Ein riesiger Haufen Gold. Ein riesiger Haufen Gold. In echt wäre ich jetzt aus dem Häuschen. 500 Währung. Was können wir uns denn dafür kaufen? Geh doch mal ganz kurz in die Heldengalerie und schau so ungefähr den Marktwert an. Kann ich davon schon eine gute Skin kaufen? Dann schauen wir doch einfach mal, was Hanzo hier zu bieten hat. Schauen wir doch einfach mal die Skins an. Okay, ganz billige Skins, die einfach nur ein bisschen die Farben ändern. Okay, hier ist ein bisschen mehr. Kosten 75, 250 und 1000 für die legendären. Also zwei so Geldhaufen, um sich eine legendäre, oh Gott, bartlos, eine legendäre Skin freizuschalten. Oh, das ist ja nett. Die ist sehr nett. So, zurück zu unseren Lootboxen. Wir haben noch einiges auszupacken, Sebastian. Oh ja, oh ja. Weiter im Programm. Weiter. Genau, Petra, wie gesagt, hat diesen wunderschönen Orangenskin. Wir haben bis jetzt noch kein Glück. Jede Lootbox enthält mindestens ein seltenes Item. Ja. Ist die Aussage. Das ist das Versprechen von Blizzard. Das ist der Deal. Und jetzt ist das 5. Epic, das ungefähr 15. Rare. Und weiter geht's im Hopseschritt. Bam. Ich finde die Skins ja wirklich zum Teil sehr, sehr nett. Gerade die legendären sind wirklich zum Teil sehr ausgefallen. Wie gesagt, was wir von Petra gerade schon angesprochen haben, ist sehr, sehr cool für Soldier 76. Der sieht komplett anders aus, einfach mal als im normalen Spiel. Da fällt man schon mit auf. Die sind tatsächlich mehr als nur Farbvariationen. Das sind tatsächlich hübsch ausgestaltete, modellierte Skins. Genial finde ich den zum Beispiel für Reinhard, den schwäbischen Ritter. Der hat ja wirklich, der schwebelt, ja. Und für den gibt es einen Bundeswehr-Skin. Und hier haben wir gleich zwei Epics, eins davon leider nur ein Haufen Gold und was ist das rechts, auch eine Skin oder eine Siegerpose? Das ist eine Siegerpose, der fette Roadhog, mein persönlicher Lieblingsheld, weil ich das so gerne mag, mit einem Haken die fiesen Supporter und Sniper alle wegzufischen und mit meiner Schrotflinte ihnen einen überzubraten. Eine beliebte MOBA-Klasse. Ja. Genau, ja, es ist quasi der Patch aus Dota. So ist es. Ah, jetzt hat man es hier gerade gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man es vorher schon gesehen. Hier sind gerade Münzchen hochgepoppt. Und man sieht, wir haben die Dinger schon. Deswegen haben wir sagenhafte 5 Credits dafür bekommen, was jetzt zugegebenermaßen nicht viel ist. Und wir sehen schon, die ganze Episch- und Legendärgeschichte bezieht sich nicht auf alle Items. Das sind vor allen Dingen Münzhaufen und Skins und Animationen. Die Sprüche und die Spraybilder und die Spielerbilder, das ist alles weniger selten. Genau. Ja. Wir haben jetzt über 1000 Gold gerade schon beisammen, also wir könnten uns jetzt einen legendären Skin kaufen, wohlgemerkt. Und es ist doch relativ häufig Geld drin. Ja, wir haben allerdings auch 40 Euro ausgegeben für ein, dafür kriegt man aktuell Battleborn. Guck mal! Jetzt dafür sei doch ruhig! Guck mal, sei jetzt halt hier begeistert. Klick's hier doch mal an. Ja, wir haben den Punk-Skin für Tracer. Sieht ein bisschen wie Tank Girl aus, ist kein schlechtes Design. Ja, es geht. Die Gläser sind schön. So, Lootbox öffnen, weiter geht's. Wir sind bei der Hälfte, Sebastian. Wir sind bei der Hälfte. Haltet ihr da draußen noch durch? Wir schaffen das gemeinsam und sehen, was Overwatch noch zu bieten hat in diesen Lootboxen. Es gibt ja noch was weiteres Kosmetisches, das man sich aber tatsächlich erspielen muss. Diese Rahmen, darauf spielst du hier geschickt an. Genau. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich weiß nicht genau. Es gibt eben keinen Level Cap und alle 100 Level bekommt man einen neuen Rahmen und einen neuen Legendary Skin. Die Yeti-Forscherin. Ah, hat was. Ich spiele noch nie mit Mai, tut ja auch niemand. Oh, Sickburn, zeig doch mal die was ist das da für das Highlight-Intro? Oh, Highlight-Intro. Highlight-Intro ist natürlich geil. Oh, wie süß. Geil. Ich find's super.
Ich finde es super, wenn so das Highlight des Spiels mit diesem kleinen süßen Vögelchen eingeleitet wird. Weiter geht's. Hammer. Es sind immer noch 40 Euro, Herr Rohl. Ja. Wie gesagt, das überlasse ich jedem selbst, aber man muss ja nicht 40 Euro ausgeben. Ja, und es ist auch nicht so, dass wir hier unser privates Geld verscheuern, sondern hier hat die Firmenkreditkarte kurz glühen dürfen, im Dienste der Aufklärung. Und Blizzard freut sich. So, weiter geht's. Habe ich jetzt vorhin diese Level-Geschichte zu Ende erzählt? Ich glaube nicht. Also man bekommt alle 100 Level, bekommt man einen wunderbaren Rahmen für seinen, ich weiß gar nicht, für seinen Namen oder für sein Heldenemblem. Mhm. Und das geht hoch bis zum Level 1890. Danach ist zumindest nach dem, was man vorher so gesehen hat, ist dann erstmal Schluss. Aber vielleicht, ich glaube, bis man da ist, da vergeht auch einige Spielzeit. Vielleicht ist es ja auch nach mathematischen Gesetzen gar nicht möglich, da hinzukommen innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ja, mal gucken, was sich Blizzard da einfallen lässt. Ja, ich bin sehr gespannt, auch wie das Leveln jetzt geht. Ich habe selber jetzt noch keine Runde gespielt, hatte bis jetzt noch keine Chance. Wie schnell das Leveln im Vergleich auch zu Beta geht, ob das früher geht, ob das langsamer geht. Wie schnell die ersten Leute irgendwie auf Level 100 sind, das geht ja dann doch meistens sehr zügig. Schade finde ich übrigens, dass aktuell der Rank-Modus noch nicht drin ist im Spiel. Der wird erst nachgeliefert. Und Yassin hat die Vermutung angestellt, dass ja, du brauchst ja eh bis Level 26, was man mindestens braucht, um diesen Rank-Modus zu spielen. Brauchst ja eh 2 Wochen und dann ist halt schon fast draußen. Das werden wir heute noch erleben. Ich glaube auch, die Leute wollen heute dieses Level erreichen und wollen den Rank-Modus spielen. Und ich fand es deswegen auch etwas ernüchternd, als ich vorhin die News gelesen habe. Wir sind in unseren Top 10, den letzten 10 Kisten. Ja, und ich finde es fast schon schade, wie im Hauruck wir hier durchklicken, eigentlich auch die seltenen und epischen kaum eines Blickes würdigen. Ein Spieler, der sich die Sachen mühsam erspielt, der wird wahrscheinlich jedes einzelne Item genauer anschauen. Das ist halt der Unterschied zwischen, du hast dir das gekauft oder du hast dir das lange erspielt. Wir haben uns den Spaß kaputt gemacht. Ja. Das wohl war. Und die Begeisterung. Da ist wieder was. Da ist wieder. Ha, guck mal. Den hatten wir doch vorhin schon. Den so ein ähnlicher, ne? Für Hanzo. Ein cooler. Und dann hätten wir noch ein Highlight-Intro oder Emote. Ein Emote. Lass doch mal ein Emote anschauen. Die sind ja auch immer ganz witzig. Nicht so schlecht. Ich mag's. Also wie gesagt, aus die Skins und so, das was Blizzard sich da überlegt hat, finde ich schon ganz nett. Eben nicht nur Farbvarianten. Siegerpose. Und Geld. Es bekommt echt jede Menge, naja, oft kommt Geld, aber gar nicht so viel. In Summe können wir uns langsam noch 2 legendäre Skins kaufen. 5 noch. Ja, noch 5 Packungen. Und ist ein bisschen wie beim Lottospiel. Oh, was ist das denn? Ob das nicht hier noch wieder aus dem Spiel entfernt werden muss? Ich finde, das erinnert mich doch arg an diese Tracer-Pose. Sehr gut, auch noch auf den Shitstorm angesprochen. Oh ja. Wir haben echt alles abgedeckt. Alles, was es zu Overwatch zu wissen und zu sehen gibt. Das ist einfach nur irgendein... Ein normaler Skin. Aber immerhin ist es ganz schön zu sehen, dass tatsächlich bereits zum Launch in Overwatch jede Menge drinsteckt zum Individualisieren und auch nicht bloß Blödsinn, nicht bloß 1000 Farbvarianten, sondern offensichtlich mit Herz und Verstand kreierte kleine Boni. So, Sebastian, wir sind bei unserer letzten Lootbox angekommen. Wir haben mit der vorletzten Lootbox die 2000 Coins geknackt. Gott sei Dank. Das heißt, wir können uns 2 Legendary Skins zusätzlich zu denen kaufen, die wir jetzt bekommen haben. Und jetzt möchte ich einen Trommelwirbel. Kannst du das? Und nochmal Legendary gezogen. Also, hallo. Als hätten wir es geplant und der sieht echt, naja. Kann halt so in Call of Duty mitspielen, aber das ist ja sowieso, der Soldier 76 ist ja der generische Soldat eben. Ja, und sie haben ihn noch generischer gemacht. Aber Mai, das ist sein legendäres Skin. Wir haben 2020 Münzen erspielt. Insgesamt haben wir in den Boxen 4 legendäre Skins erhalten. Wir könnten uns noch 2 weitere kaufen. Es gab circa, und da bin ich mit den Zählen bereits ein bisschen durcheinander gekommen, circa 17 epische Items, darunter aber auch einige Geldhaufen. Ein Geldhaufen auch bei den Legendären dabei und jede Menge seltenes Gerümpel. Und schon sind 40 Euro weg. Das ging ganz schön zügig. Und irgendwie hat es wenig in mir ausgelöst.
es hat sich nicht ansatzweise so gut angefühlt wie die eine Probe-Lootbox, die ich mir gerade in der ersten Runde noch freigespielt habe. Und deswegen auch der Tipp an unsere Zuschauer: erstmal auf dem Idiotenhügel ein wenig leveln. Am Anfang regnet es Lootboxen alle paar Minuten und dann kann man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was drinsteckt. Und ich hoffe, unser Video hat gezeigt, wie in etwa die Ausbeute ist, wenn man sich sowas für Geld kauft. Das soll es gewesen sein. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.